Bis an ihr Lebensende zog ihn seine geliebte Engels-Sissi in ihren Bann. Und noch weit über ihren Tod hinaus wollte Kaiser Franz Josef jene bezaubernde Frau vor Augen haben, in die er sich im Sommer des Jahres 1853 Hals über Kopf verliebt hatte. In seinem Schlafzimmer in der Hofburg hing das Gemälde, auf dem die damals 15-jährige Prinzessin Elisabeth in Bayern als Reiterin porträtiert ist, vor Schloss Possenhofen, dem Sommersitz ihrer Eltern am Starnberger See. Der junge Kaiser sollte eigentlich Nene heiraten, Sissis ältere Schwester. Doch beim Besuch der Familie Herzog Maximilians in Bayern verliebte sich Franz Josef Hals über Kopf in die 15-jährige bildhübsche Elisabeth, von allen Sissi genannt. Das Gemälde überreichte Sissi ihrem Franz Josef wenige Wochen nach der Verlobung als Weihnachtsgeschenk am 24. Dezember des Jahres 1853. Familienintern wurde es daher auch als Verlobungsgeschenk tituliert. Am Weihnachtsabend wurde zugleich Sissis 16. Geburtstag gefeiert. Der stolze Bräutigam hatte es sich trotz drängender Regierungspflichten nicht nehmen lassen, zu diesem Anlass von Wien nach München zu reisen. Das Gemälde zeigt die kaiserliche Braut hoch zu Pferd, für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Gemalt haben es Karl Theodor von Piloty, einer der wichtigsten Vertreter der realistischen Historienmalerei, sowie Franz Adam, der bekannteste Pferdemaler seiner Zeit. Sicherlich hat Sissi, die erst wenige Monate vor der Verlobung reiten gelernt hat, das Sujet selbst gewählt. Kaum ein anderes Porträt fängt Elisabeths Wesen so sehr ein wie dieses. Die spätere Kaiserin war die geborene Reiterin. Sie war schlank und kräftig, wagemutig bis zum Draufgängertum und sie hatte ein außergewöhnliches Feingefühl für Pferde. Der Reitsport brachte Elisabeth die größten persönlichen Triumphe, diente als Möglichkeit zur Flucht aus dem oft als hart empfundenen Hofalltag, war Freiheit und Erfüllung, aber auch Trost in tiefen persönlichen Krisen. Aus der leidenschaftlichen, jugendlichen Reiterin wurde durch hartes Training und permanente Beschäftigung mit dem Reitsport die beste Damenreiterin ihrer Zeit. Das Reiten sollte sich auch als eine der wenigen Gemeinsamkeiten des an Temperament und Interessen so unterschiedlichen Brautpaares erweisen. Nach Franz Josefs Tod am 21. November 1916 ging das Gemälde in den Besitz seiner Nachkommen über. Nun, etwas mehr als 100 Jahre später, sorgt es für eine kleine Auktionssensation.